In Israel hat es bei der vorgezogenen Parlamentswahl ein Patt gegeben. Der Mitte-Links-Block und der religiös-konservative Block liegen nach Angaben der Wahlkommission mit je 60 Sitzen gleich auf. Das Likud bei Tenu-Bündnis von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde zwar stärkste Kraft, büßte aber 11 Sitze ein. Netanyahu durfte als Sieger dennoch die Regierungsbildung übernehmen. Seine Priorität? Die Regierung, die wir bilden werden, stützt sich auf mehrere Prinzipien. Erstens müssen wir eine Sicherheitsmacht sein angesichts der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Und die erste Bedrohung war und ist nach wie vor der Iran, den wir daran hindern müssen, Atomwaffen zu besitzen. Überraschungssieger des Abends wurde der Fernsehjournalist Yair Lapid. Er schaffte es mit seiner liberalen Zukunftspartei aus dem Stand heraus auf Platz 2 und 19 Sitze. Da sich die Mehrheitsverhältnisse schwierig gestalten, hat Netanyahu auch schon seine Fühler in Richtung Zukunftspartei ausgestreckt. Auf Platz 3 landete die Arbeitspartei von Shelly Yachimovich. Sie hat eine Koalition mit Netanyahu ausgeschlossen. Ihr Kommentar am Wahlabend: Morgen früh beginnt die sehr harte politische Arbeit und wir werden uns alle dafür einsetzen, eine Koalition zu bilden. Eine soziale, friedenssichernde Koalition, die nicht von Benjamin Netanyahu angeführt wird. Platz 4 belegt ebenfalls ein Politikneuling. Der Internet-Multimillionär Naftali Bennett mit seiner ultrarechten Partei, das Jüdische Haus. Er sprach vor allem junge Wähler an.